Herzlich willkommen. Heute stelle ich dir mal Duftstifte oder Riechstifte, Inhalierstifte vor, also wie das funktioniert und wie du die selber auch befüllen kannst. In einem meiner letzten Videos habe ich dir ja vorgestellt, wie du ganz einfach dir selber einen Duftspray, Raumspray machen kannst. Das ist ja super einfach mit Alkohol und ätherischen Ölen. Dann sprühst du das einfach nur und hast den wunderbaren Duft dann rund um dich herum im Raum. Der Nachteil ist nur, wenn andere Personen anwesend sind, können die das als störend empfinden. Manche mögen diesen Duft nicht, manche brauchen ihn auch nicht. Zum Beispiel, wenn du erkältet bist und jemand anders ist aber überhaupt nicht erkältet, dann tut ihm das vielleicht auch nicht gut in dem Moment. Oder du hast ein kleines Kind in deinem Haushalt und kannst dann Pfefferminz oder bestimmte Eukalyptusarten dann nicht verwenden. Dir würden sie gut tun, dem kleinen Kind dann aber nicht. Dann ist das natürlich mit so einem Raumspray gar nicht gut. Alternativen gibt es aber, zum Beispiel so einen sogenannten Inhalierstift, Riechstift. Oder aber du verwendest einen kleinen Roll-On. Die sehen wirklich aus wie diese kleinen Deo-Stifte, wie du das von denen kennst. Diese Stifte werden dann meistens mit Jojobaöl befüllt plus ätherische Ölen deiner Wahl und dann eben aufgetragen auf Schläfen, den Puls stellen. Alternativ gibt es aber eben immer diese Duftstifte und die sind wirklich sehr, sehr praktisch. Die sind quasi so groß wie ein Lippenstift, haben hier oben Löcher drin, die hältst du dir unter die Nase, tief einatmen. Nochmal. Das ist so ungefähr 30 Sekunden, aber wirklich tief einatmen. Also allein schon das Atmen bringt da schon sehr, sehr viel. Und dann hast du den Duft, den du brauchst, den du möchtest, in deiner Nase, in dir drin sozusagen. Du kannst die mit unterschiedlichen Düften befüllen, also entweder mit bestimmten Duftmischungen, die dich entweder beruhigen, anregen, die dir Erleichterung bei Schnupfen bringen. Oder aber du nimmst einzelne Öle und machst ein sogenanntes Riechtraining. Das kennen wir ja jetzt leider aus der Corona-Zeit. Da wurde ja auch mittlerweile ärztlich festgestellt, dass Riechtrainings mit bestimmten Einzeldüften schon etwas bringen, das Ganze wieder zu regenerieren und dich zu trainieren, dann das Riechen wieder, dass das Riechen wieder funktioniert. Wie das funktioniert und was da gemacht werden soll, da bin ich jetzt aber überhaupt nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür. Da gibt es aber ganz viele Informationen auch. Ich schau mal, ob ich noch ein paar vertrauenswürdige Quellen dir dann auch verlinken kann. Ja, das gibt es also. Diese Riechtrainings, die sind übrigens nicht nur nach Corona, sondern das kannte man auch schon vorher von anderen Vireninfektionen, dass da eben auch die Nase und die Riechzellen in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, aber wie funktioniert das jetzt? Wie wird so ein Riechstift befüllt? Das zeige ich dir jetzt gleich. Also das ist total einfach jetzt. Du hast diesen Stift. Du siehst hier, wenn du den kleinen Teil abziehst, dann sind hier oben die Öffnungen. Da strömt der Duft dann sozusagen raus. Und wenn du das lange Teil abziehst, dann hast du dann hier dieses Glasröhrchen. Und dieses Glasröhrchen wird mit einem Vlies befüllt. Das sollte ein Baumwollvlies sein, so ein Röhrchen. Und hier drauf kommen dann die Tropfen des ätherischen Öles oder von mehreren ätherischen Ölen. Ich entscheide mich jetzt mal für die Bergamotte. Ich nehme nur ein Öl. Ich hatte hier auch schon mal Bergamotte drauf. Dann nehme ich jetzt mal einen Tropfen. Je nachdem, für wen das sein soll, bei Kindern 3 bis 4 Tropfen, für Erwachsene so vielleicht 6 Tropfen, die du da nimmst. Ja, du schraubst das hier auf einfach nur und kannst jetzt das Röhrchen in das Vlies in das Glasröhrchen geben und du siehst, das ist jetzt schon so ein bisschen fest. Jetzt hast du es hier drin. Ja, und jetzt einfach nur in diese Schutzhülle hineingeben. Und das hält jetzt so 4 bis 6 Wochen. Wenn der Duft dir dann zu schwach wird oder du eine andere Mischung haben möchtest, dann nimmst du das Ganze wieder auseinander. Und jetzt habe ich festgestellt, diese Fliese, die sind ja etwas streng. Das heißt, ich nehme mir einen Zahnstocher, steche hier hinein und dann kann ich es mir rausholen. So, und jetzt ist natürlich
das Röhrchen auch schon beduftet. Und das kannst du mit 70%igem Alkohol jetzt aber reinigen, das Gläschen. Es gibt Menschen, die sind so geschickt, dass sie es schaffen, mit einem Kosmetiktuch, das sie in dem Alkohol tränken, da reinzukommen, das auszuwischen. Ich schaffe das nicht. Ich nehme mir ein kleines Kännchen. Ich befülle das Röhrchen mit dem Alkohol. Lass das dann auch eine Zeit lang da drin stehen. Und hier oben muss ich es natürlich zuhalten. Schüttel das immer wieder mal. So. Das riecht jetzt natürlich dann auch noch nach dem Alkohol. Das muss man jetzt erst eine Weile dann noch liegen lassen. Das hier müsste vielleicht auch noch mal extra gereinigt werden. Damit, das schaffe ich jetzt auch mit dem Kosmetiktuch. Ja, das riecht jetzt nur noch nach Alkohol. Das Glasröhrchen riecht auch nur noch nach Alkohol. So, und jetzt kann ich entweder ein ganz sauberes Vlies nehmen und eine neue Duftmischung oder einen neuen Duft draufgeben. Oder wenn ich das nur auffrischen möchte, dann ergänze ich das dann nochmal und schiebe das dann wieder rein. Ja, und dann wird es nur wieder zusammengebaut und fertig ist es. Alternativ zu diesen wirklich schön, optisch schön aussehenden Stiften, die es übrigens in verschiedenen Farben gibt, nicht nur in Pink, gibt es auch noch diese Kunststoff-Riechstifte. Die sind natürlich günstiger, allerdings haben sie den Nachteil, finde ich, das Vlies wird hier hineingegeben und mit dieses Käppchen wird da drauf gesteckt und das wird sehr, sehr fest drauf gedrückt. So, es ist theoretisch möglich, dass man dieses Plättchen, den Boden wieder anhebt und herausnimmt. Und dann kannst du das hier auch reinigen, das Kunststoffteil. Aber das ist schon so eine Sollbruchstelle. Also das hier kann sehr, sehr leicht dann eben kaputt gehen. Und dann musst du leider diesen ganzen Kunststoffstift dann auch wegschmeißen. Und das finde ich enorm schade. Deswegen finde ich dann so einen Stift, den man wirklich lange verwenden kann, finde ich persönlich einfach besser, ist allerdings dann natürlich auch etwas teurer. So, jetzt hoffe ich, dass dieses Video dir auch weitergeholfen hat, dass du weißt, wie du das machen kannst, als für Einzelöle, für Duftmischungen deiner Wahl, welche Mischungen du da nehmen kannst, da bist du selber ganz, ganz frei, aber ich kann dir mal wieder ein gutes Buch ans Herz legen, nämlich dieses hier, Aromatherapie für Kopf und Seele von Sabrina Herber und Eliane Zimmermann. Die zwei Fachfrauen für Aromatherapie, die haben ganz, ganz viele Rezepte hier drin und natürlich wie immer auch ganz viel Hintergrundwissen. Also das Buch kann ich dir ans Herz legen und danach möchtest du ganz, ganz viele Mischungen ausprobieren. Okay, das war's jetzt aber. Mach's gut, bis dann. Tschüss.